Willkommen zur Finale von Yoshi's Crafted World. Wir sind hier bei Bowser Jr. angelangt. Beim letzten Juwel, Edelstein, Kristall, was auch immer. Uff, ich bin kaputt. Ich behalte dich doch nur 30 Gänseblumen. Wir haben exakt 441 und nun werden wir davon 30 abgeben. Das heißt, 111, 411 haben wir dann am Ende noch. Richtig? Lass dich ganz zählen. Nice. Und heute wird das Finale gemacht. Mir geht's blendend. Ich gehe auch sofort aus dem Weg und hab. Oh, Hype, Hype, Hype. Endlich beende ich das Let's Play. Naja, noch nicht. Wir werden ja noch ein paar Folgen machen, denn es gibt noch extra Content. Dazu später. Ah, vielen Dank. Wie hast du das denn hierher gefunden? Ja, von da hinten halt. Ah, auf der Suche nach Traumjuwelen. So heißen die Dinger. Verstehe. Ja, hier ist das letzte, wenn du schon 4 hast. Ah, und ich habe etwas Schimmerndes zu Boden fallen sehen. Gleich da hinten. Das ist das wahrscheinlich. Immer weitergehen, dann stößt man genau drauf. Der Kerl in Blau ist gerade hier durchgebraust. Beeilung! Oh nein, der Kerl in Blau? Hinterher! Ich hab Angst. Oh, das sieht aber echt cool aus. Aber es wird besonders dieser Kampf. Denn ich habe was geplant. Amiibo! Wir werden ein Amiibo-Kostüm benutzen. Welches werdet ihr jetzt sehen? Oder schon den Titel gelesen haben? Den Voll-Yoshi-Amiibo! Eigentlich habe ich den Giga-Voll-Yoshi eingescannt. Aber anscheinend wird er als einem ganz normalen registriert. Wie auch immer, den benutzen wir im Kampf. Amiibos haben immer so viel. Guckt euch ihn an. Wenn der nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Oh yeah. Giga-Voll-Yoshi versus Bowser Jr. Let's go. Ich bin schon gespannt. Ich hoffe, das wird... Naja, ich weiß nicht, ob ich hoffen soll, dass es ein Giga-Bowser Jr. ist. Es wird es wahrscheinlich. Aber ich hoffe immerhin was Neues, was die anderen Bowser Juniors noch nicht hatten. Baby Bowser. Sorry, es ist Baby Bowser. Hab's vergessen. Es ist Baby Bowser, ja. Und da ist es. Das letzte Traumjuwel. Juhu! Freund, ich hab's gefunden. Ja, echt cool. Wir lassen ihn zusammenfinden. Passend ist ja auch so ein Holzding, dass sie da draufstehen können. Bam, 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 bam. So einfach wird das wohl doch nicht. Vielen Dank für eure Mühen, meine allerliebsten Yoshis. Endlich haben wir alle Juwelen und alle Träume seiner Habgierigkeit werden wahr. Oh no! Ah, das war all unsere Mühen wert. Endlich! Los, mach schnell! Ich will, dass mein Traum wahr wird! So sei es, eure Überschwänglichkeit! Nur zu, was ist euer Traum? Oh oh! Oh no! Ich will den größten, bösesten, coolsten Roboter! So sei es. Roboter Baby Bowser? Fragezeichen? Wie ist er mit einem dicken Kostüm anstehe? Was passiert hier? Ich weiß nicht, Yoshi. Ich hab Angst. Ich weiß auch nicht, Yoshi. Wow. Oh nein. Müssen wir... Oh, okay. Ich dachte, wir müssen die anderen Yoshis wieder retten, aber nein. Oh mein Gott. Es ist ein... wie soll ich sagen? Ihr seht selbst. Ein riesengroßer Baby-Bowser-Roboter. Ich teile ihn. Oh nein. Oh, ein Panzer! Zumindest Panzerbeine. Der große König Bowser!
Okay. Was machst du? Okay, das wird wahrscheinlich mich anfahren, ja, okay. Und dann kann ich oben drauf... Nein? Ich kann auf ihn draufstehen. Okay, er schießt Shy Guys. Den kann ich aufsammeln. Aua, das hat wehgetan, verdammt. Hat das was gebracht? Ja, ich glaube, ich muss das Ding abschießen. Yes! Da ist dir wohl dein rechter Arm kaputt gegangen, mein Freund. Also von ihm aus rechts. Zack! Nice! Bam! Hi! Was? Jetzt bam! Perfekt! Oh Gott! Was hat er denn da vor? Verdammt! Oh Gott! Ah! Oh nein, was wird das hier? Oh, er hat neue Arme gefunden. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott, was wird das? Ah! Nein, verdammt. Zack. Cool. Okay. Die kann ich... Oh, verdammt, die kann ich gleich essen. Sorry, ich dachte, die hätte ich geessen können. Oh, verdammt. Was wird das hier? Oh, ich kann ja aber nicht essen, oder? Hm, verdammt, ich meine... Nein... Mein Kostüm ist was kaputt. Bam! Nice. Okay, wir müssen aufpassen. Jetzt kommen die, die wir essen können. Oh Gott. Oh Gott. Nein, verdammt, nur einmal. Oh Gott, dann macht er diese blöde Attacke wieder. Unterstehen. Oh, guck dich das an. Ich sehe genauso aus wie, wie die kleine Voyager-Amiibo. Ich werde mir alle noch holen. Ich weiß noch nicht, ob ich Pushi holen werde. Aber ja, ich habe den Giga-Voyoshi jetzt. Die anderen drei noch nicht, aber die sind mittlerweile nicht mehr so selten. Doch, der Pushi ist es leider. By the way, Pushi, den haben wir im ganzen Let's Play gar nicht mehr so oft gesehen. Ist euch das aufgefallen, Leute? Irgendwie traurig, finde ich. Ach, warte, die Attacke noch. Okay, beeil dich. Hier ducken. Ich bin nur ein kleines Voyoshi. Zack! Geht sterben! Gebannen! Nein, 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 wow! Okay, okay, einfach fliegen, einfach fliegen, einfach flattern, einfach flattern, 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 flattern. Oh Gott, wird das knapp. Hör auf, okay. Mein Arm tut mir weh. Wenn man meine Hände wäre. Was wird jetzt? Okay. Okay, hier links kommen die. Oh, doch nicht. Oh Gott, okay, ich hab sie. Oh, diesen Blödsinn nochmal. Ja, okay. Oh Gott, nein. Zweimal. Puh. Alles klar. Bam! Eins davon ist kaputt. Leider hat Voyoshi nicht ausgehalten. Doch. Dank Voyoshi sind wir überhaupt so weit gekommen. Deshalb sollten wir dankbar sein. Darf ich sehen, wie viele Leben ich habe? Anscheinend nicht. Okay. Schade. Na komm. Nice. Nein, ich kann nichts machen. Nein. Oh Gott, was wird das hier? Ich kann nicht... Oh, okay. Jetzt mache ich dir den Gar aus! Hiya! Und damit haben wir seinen Wunsch, seinen Roboter zerstört. Hartherzigkeit angetan. Okay, ganz ruhig. Hustenbonbon. Keine Sorge, ich helfe euch. Eure Hilflosigkeit. Oh, oh, das war's noch nicht. Tramsane, gib seiner Ruhe noch mehr Kraft. Oh nein. Wow, Yoshi, halt dich gut fest. Oh, ich hab es wohl etwas übertrieben. Und er wird immer größer!
mein Gott. Ist es das, was ich denke, es ist? Ja, aber mit einer tickenden Zeitbombe anscheinend, oder was auch immer er da hat. Ja, ich weiß, du bist ein König. Mega Baby Bowser! Ah ja. Kann ich ihn abschießen oder so? Oh, oh, oh. Ein Abstand. Ich habe Angst vor dir. Okay, das ist bisher ganz easy, ja. Das auch, ja. Durch ihn abschießen oder so? Ich verstehe nicht, was, was gewollt ist von mir. Okay. Ah, die kann ich essen. Nice. Jetzt haut er drauf, okay. Zack, nein, nein, nein. Bam. Nein. Ich hab's noch, ich hab's noch. Bam. Auf so ein, dieses Ding da drauf. War das richtig? Wow, was bist du denn? Oh Gott. Ich hoffe mal, das war richtig. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, was machen soll. Warte, ich kann hier... Oh, oh, das ist cool. Alter, was? Hä? Ach, nochmal drauf, oder wie? Ach, da stehen seine Leben drauf. Einfach draufhauen und dann passt das. Ja, ja, verrecke. Okay, da stehen seine Leben anscheinend drauf. Okay, interessant, interessant. Bisher noch nicht schlecht. Ich finde es bisher ziemlich interessant. Wow, Meteoriten fallen von oben. Doch, wie sind wir hierher gekommen? Das frage ich mich irgendwie. Naja, egal. Okay, hey, schieß mir noch mal ein paar Sterne. Ich habe nur noch ein Ei zur Verfügung. Oh, wow. Nein, dann nicht. Oh, ich dachte, ich muss ducken. Wusste ich aber anscheinend nicht. Okay, jetzt kommen noch mal seine Sternchen. Deine wunderschönen bläulichen Sternchen. Jetzt kommen die gelben. Am besten bekomme ich jetzt beide. Zack. Und... Zack, nice. So, am besten, welchen schießen wir ab? Soll ich ihn schon abschießen? Ja, soll ich. Zack. Jetzt gibt's aufs Maul. Bam, 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 bam. 4000 Leben hat er noch. Und wir sind voll geheilt. Ich wünsche, Voyoshi könnte das sehen. Der war so stolz auf mich. Ich stehe einfach rum und dann passiert mir nichts. Ja. Hier ist es ziemlich chillig, mein Freund. Oh Gott. Okay. Cool. Oh Gott, er leuchtet schon so rötlich. Seht ihr das? Ja, genau. Ey, was soll denn das? Ey, bitte sag mir nicht, ich brauche hier alle Leben. Aber vielleicht gibt es ja einen Boss-Rush-Modus wieder. Und dann braucht man hier alle Leben oder so. Das kann ich mir gut vorstellen. Yes. Nein, verdammt. Nice. Hab eins. Zack. Das ist mir egal. Auf da. Was? Das hat dann wohl nicht geklappt. What? Okay, das ist eigentlich schon cool hier. Das gefällt mir eigentlich. Nur ich wünsche, man würde es erstmal wissen, dass das passiert. Interessanter Bosskampf bisher. Besser als alle anderen im Spiel. Aber irgendwie auch seltsam. Ach, ich soll wahrscheinlich beide. Dann soll ich zack machen. Und zack. Ah, geht noch nicht. Geht noch nicht. Doch jetzt geht's. Hiya! Und ja! Oh! Also noch mehr! Bam, 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 bam! Verprügel ihn! Das war's? Ich fühle mich nicht so gut. Komm weg! Haben wir gewonnen? Sind wir tot? Aber es scheint, als hätten wir gewonnen. Schaut mal, Jungs! Wir haben es geschafft! Was ein Lappen. Ja, oder? Wie kannst du es wagen, seine Hochlichkeit so etwas anzutun?
Ich brauche erstmal zwei neue Pex-Hustenbonbons. Das wird nicht ungesehen bleiben! Kreisch! We did it! We did it! We did it! Yeah! Yeah, we did it! Die Traumsonne. Wir haben alle Traumjuwelen und können sie endlich glücklich machen. Ein Jahr hat's gedauert, doch nun ist sie glücklich! Und so bekamen die Yoshis endlich ihre Traumsonne zurück. Zusammen träumten sie, dass sie zu ihrer Insel zurückkehrten. Oh. Wie niedlich. Wie knuffig. Also gut, alle wieder zurück. Boah, das ist so knuffig. Okay, ganz ehrlich. Die letzte Cutscene hier, die war echt super. Also gut viel, die Macher von diesem Spiel. Gutes Spiel. Viele sagen, das Spiel ist schlecht. Oder eins der schlechtesten Switch-Spiele oder Nintendo-Spiele oder was auch immer. Aber ganz ehrlich, ich finde das Spiel gar nicht mal so schlecht. Ich weiß, die Level sind langweilig und zum Teil auch uns inspiriert. Und die haben mit dem Rückwärts-Feature nichts gemacht, außer diese Poochie-Sucherei. Und vielleicht ein paar Level gab es auch, gab's Poochie. Und in manchen Leveln konntest du auch wirklich im normalen Durchlauf mit dem Hintergrund interagieren. Aber wenn wir das Feature mal wegsehen und es wie ein ganz normales Yoshi-Spiel betrachten, was es ja auch im Endeffekt eigentlich ist und nicht wirklich was Neues bietet, außer diese gebaute Bastelgrafik, ist das Spiel eigentlich schon sehr toll. Und ich kann schon verstehen, wenn Leute das Spiel überhaupt nicht mögen oder es in ihrer Top-Liste der schlechtesten Spiele 2019 packen. Aber ich finde persönlich dieses Spiel echt toll. Und es hat 50 Euro gekostet am Release. Pokémon auch. Heißt nicht viel, was? Nee, wenn ihr das Spiel für 50 Euro oder weniger haben wollt, oder wenn ihr bereit seid, für diesen Preis das Spiel auszugeben, dann kann ich euch sagen, ihr werdet nicht enttäuscht. Zumindest, wenn ihr euch für die Grafik und für das Gameplay interessiert und nicht für die 100%, weil die 100% war eine Qual. Ich hatte öfters mal keinen Spaß, die 100% zu sammeln. Aber die Grafik... Die Grafik des Spiels ist einer der besten Grafiken, die ich jemals auf der Switch gesehen habe. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich einfach Pluspunkte für dieses Spiel sammeln will. Die Grafik ist wunderschön, okay? Sie ist nicht perfekt. Klar, natürlich ist sie nicht. Aber sie ist richtig, richtig gut. Ich glaube, das Spiel wurde mit Unreal Engine gemacht. Bin mir da jetzt nicht sicher. Schlag mich bitte nicht, ich weiß es nicht. Aber ja, Yoshi's Crafted World ist hiermit dann noch nicht zu Ende. Wir werden noch ein paar weitere Sachen machen in den nächsten Folgen. Mein Fazit zu dem Spiel, es hat sich im Endeffekt gelohnt. Ich weiß nicht, ob es sich gelohnt hat, circa ein Jahr das zu displayen, weil ich war etwas sehr faul zwischendurch, hatte keinen Bock, das irgendwie hochzuladen. Aber Zeiten ändern sich und nun bin ich wieder bereit, ganz viel für euch hochzuladen. Ich würde es nur so sagen. Und ich finde einfach, vor allem diese Credits sehen auch so gut aus. Sie geben sich so viel Mühe, dass das Spiel gut aussieht. Vielleicht dieses Gameplay etwas langweilig, uninspiriert, aber das Große und Ganze ist es doch schön. Müsste ich dem Spiel eine Bewertung geben, würde ich sagen 7 von 10. Ich denke, das ist fair. Ja, ich glaube,
ich gebe ihm 7 von 10 Spiel, Punkte diesem Spiel. Was bei dir? Schreib sie gerne in die Kommentare. Doch, was passiert nun? Die Yoshis gingen alle nach Hause. Und lebten glücklich weiter. Danke fürs Spielen. Und danke, dass ihr mein Let's Play geschaut habt. Freut mich echt. Und by the way, die anderen Punkte, anderen negativen Punkte habe ich ja im Let's Play gesagt. Das mache ich eigentlich immer mal im Let's Play, weil ich weiß nicht, ob ich das überhaupt durchhalte, meine ganzen negativen und positiven Punkte bis ans Ende des Spiels zu halten. Zu merken, was auch immer. Nintendo and good feel are all forms of the software for the purpose of copyright all rights if served. Ja, ja. Warum auch immer das so noch steht. Land der Mysterien verfügbar. Irgendwo in der Welt ist das Land der Mysterien erschienen. Versuche es zu finden. Herausforderung angenommen. Du kannst jetzt in Boss-Level neue Boss-Missionen erfüllen. Oh. Okay. Interessant. Hier ist übrigens der Titelbildschirm. Ihr könnt mit dem Stick euch ein wenig herumbewegen. Und hier hinten gibt es auch noch Bowser und Kamek. Die gucken dann, was Yoshi so macht. Und ja. Titelbildschirm ist auch eigentlich ziemlich cool. Ich finde es auch cool, dass man da hier, was heißt interagieren kann. Man kann halt die Kamera bewegen hier. Und guckt euch die beiden Süßen an. Niedlich. Echt niedlich, das Spiel. Ich muss ehrlich sagen, die Credits oder das Ende von diesem Spiel hat mich echt berührt. Das war echt richtig süß. Und da erscheint ein neuer Weg. Und hier haben wir nun den Bonus-Content plus Boss Rush, wie ich den genannt habe. Aber wahrscheinlich ist es dann doch eher nur Herausforderungen, die man einzeln machen muss. Habe ich jetzt so verstanden? Mal schauen. Kennt ihr das auch, wenn ich genug Platz habe im Wald, also die Bäume sich von alleine bewegen? Psst, hi, hi, du bist Yoshi, richtig? Ja. Krass, dachte ich mir schon. Ich bin Björn Barrikaton. Lust auf ein Versteckspiel? Nein. Ich verstecke mich und du musst mich suchen, alles klar? Nein. Und schon bin ich weg, hihihi. Nein. Björns Versteckspiel. In bestimmten Leveln hat sich Björn versteckt. Finde ihn und wirf ein Ei auf ihn. Nein. Nein, jetzt wirklich? Das war auch ein Scherz, oder? Das war doch ein Scherz, oder? Ey, Bro, sag mal, das war ein Scherz. Das war kein Scherz, oder? Versteckspiel. Man muss Björn finden? Nein. Und ich dachte, ich wäre schon fast fertig. Aber bevor ich weinen gehe, gucken wir uns doch erstmal die mysteriöse neue Welt an hier unten. Land der Mysterien. Was ist denn das hier? Okay. Das ist anscheinend der letzte Wunderballautomat. Ob wir alles kaufen können? Ich hoffe doch. Ich habe keinen Bock, jetzt Geld zu farmen. Bitte sag mir, ich kann alles kaufen. Nein! Nein, ich muss Geld farmen. Ich kann nicht alles kaufen, Leute. Es tut mir so leid. Aber kaufen wir doch schon mal das, was wir kaufen können. Kriegen wir einen goldenen. Ja! So, da sind noch ein paar weitere, wie ihr sehen könnt. Aber die holen wir uns auch noch in den nächsten paar Folgen. Wir sammeln Geld! Und kriegen es dann. Schwarzes Schnuffelchen. Der große König Bowser. Cool. Und rosa Schnuffelchen. Juhu. Süß. So, 7 weitere sind hier noch drinne gefangen. 2100 Münzen brauchen wir noch, um alles in dem Spiel gekauft zu haben. Das kriegen wir locker noch hin. Aber was ist das jetzt hier? Uff, ich bin kaputt. Ich will unbedingt diesen Berg erklimmen. Kannst du mir 30 Blumen bringen? Wollen wir das jetzt schon machen? Nein. Das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich würde sagen, in jeder Folge machen wir ein Level davon und den Rest der Zeit, wenn wir dann Björn fangen müssen.
Und ich würde sagen, wir fangen jetzt schon mal an, Björn zu fangen. Björn? Ich weiß es nicht. Ja, in jedem Level gibt es ihn einmal zu suchen. Cool. Aber nur an der Vorderseite, wie ich sehe. Gut, dann, und ja, tatsächlich ist es nur ein ganz normaler grüner Yoshi. Naja, also grüner Yoshi. Ich würde mal gucken, dass ich in den nächsten paar Folgen auch ein paar Amiibo-Kostüme benutzen kann. Ich habe leider nicht alle Amiibos, die man in diesem Spiel benutzen kann. Aber, ja, kriegt da so die Idee, wie das funktioniert. Außerdem gibt es ja ein paar YouTube-Videos, bei denen ihr es auch noch schauen könnt. Und ja, ich zeige euch, wo Björn in diesem Level ist. Björn befindet sich in diesem Level hier. Björn gefunden. 1 von 43. Gibt es 43 Level im Spiel? Anscheinend. Gut, den ersten haben wir dann wohl gefunden. Ja, jetzt steht da auch oben neben der Blume, dass wir Björn gefunden haben. Interessant. Gut, dann gibt es ihn hier wahrscheinlich auch nochmal. Ja. Also wirklich in jedem Level. Oh Gott. Wieso tut man mir sowas an? Holt mich hier raus, bitte. In diesem Level befindet sich Björn bei dieser Blume. Es ist tatsächlich Blume Nummer 3. Hier ist er. Ich weiß gar nicht, soll ich ihn Björn oder Björn nennen? Ich würde sagen, ich nenne ihn Björn. Ich glaube, das hört sich normaler an als Björn, weil das ist so... Wisst ihr, was ich meine? So Björn kann man so ganz schnell sagen und Björn muss erstmal das aussprechen lassen. Gut, in Piratenpier befindet er sich hier. Und ich muss tatsächlich sagen, dieses Level habe ich ganz vergessen, ist auch einer der besten Level hier, Piratenpier. Eigentlich schon. Hat mir, soweit meine Erinnerung, solange meine Erinnerung stimmen, hat mir dieses Level tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ja. Gut. Weiter geht's in der Welt, Losland. Gibt's auch nur 2 Level. Cool. Schnuffel auf der Rolle. Hier, beim letzten Checkpoint, glaube ich. Auf jeden Fall einer der Checkpoints gibt es ihn hier, den Björn. Bei Schnüffelchen oder Schnuffel auf der Rolle. Auch ein relativ cooles Level, weil es ist nicht so toll, aber ja, ich kriege richtig krasse Flashbacks jetzt zurück zu den alten ersten paar Folgen, die letztes Jahr kamen. Ja gut. Oh, Robo Yoshi wird auch noch gemacht anscheinend. Nein, da oben! Nein, da war er! Nein! Okay, hier kommt er jetzt. Nice, da ist er. Okay. Da brauche ich tatsächlich mehrere Versuche. Aber wir haben ihn. Und ich denke, wir werden in den nächsten Folgen dann auch erstmal anfangen, Björn zu suchen und dann die Bonus-Level zu machen. Und während wir Björn suchen, auch die Boss-Level werden. Na wohl. Da überlege ich es mir noch. Auf jeden Fall weiter. Mit der Geschichte. Ich würde sagen, die Welt machen wir noch und dann hören wir auf, Leute. Dann reicht's auch. Das sind hier wie viele Level? 3 Level, soweit ich weiß. Okay. Das war auch ein ziemlich cooles Level hier. Björn befindet sich hier. Du, 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 du. Okay. Okay, okay, okay. Aber ja, wir werden auf jeden Fall in den nächsten Folgen dann. In der nächsten Folge erstmal anfangen, Björn überall zu suchen. Und dann überlege ich mir, ob wir erstmal die Bonus-Level machen oder erstmal den. In Anführungsstrichen Boss-Rush-Modus machen. Muss ich mal überlegen. Weiter geht's mit Zug, also mit Pfiff. Okay. Wow, Yoshi überrascht, ist auch so überrascht. Wow, was machst du denn hier? Aber okay. Aber ich glaube tatsächlich, wir schaffen das, Björn in der nächsten Folge komplett in allen Leveln gefunden zu haben. Das würde von der Zeit, glaube ich, erreichen, oder? Ja, okay. Cool, dann machen wir heute noch dieses Level, gemausete Magneten. Und dann hören wir auch wirklich auf für heute. Okay, nach dem Checkpoint gibt es ihn hier. Okay, wenn euch der Kampf gefallen hat und jetzt will ich die Björn-Sammelaktion
oder eine Suchaktion oder Finderei oder was auch immer, ja? Dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da und dann schaut in den nächsten Folgen vorbei, wenn wir viel weitermachen. Haut rein und ciao!